Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, das ist mein Videoblog und dem Thema Dating, Beziehung, Liebe. Und ja, heute nochmal Teil 2 von Johann Zietlow, einfach weil es auch so interessant ist und so viele Aspekte drin sind von Trennungen, wie messy Trennungen sind mit Kindern, was da alles, wie viel Scheiße da passiert, aber auch Spiritualität, Sekten, zu viel Dopamin, Midlife Crisis. Wenn du jemand bist, den das nicht so interessiert, ich werde wieder auch die normalen anderen Videos machen, aber da es so viel Interesse hervorgerufen hat und auch so interessant ist, glaube ich, auf eine manchmal etwas schwierige Art interessant, aber machen wir mal weiter. Passend dazu gibt es auch meinen Drama-Fastenkur, wäre eigentlich für ihn genau das Richtige, geht am 1.7. los, könnt ihr gerne mal reinschauen auf liebeschipp.de. Und ja, wir fangen mal an. Also für heute brauche ich eine kleine Einleitung. Gestern euch erzählt, das ist in den Highlights gespeichert, ich bin nach Pangan, um mich zu heilen. Nach 4 Wochen geheilt, sie nicht mehr im Kopf. Komm zurück, bin 2 Wochen im Dezember zu Hause, über Weihnachten und so weiter, bin mit den Kids, bin mit ihr. Wir sind on off halb zusammen, probieren's, ich schlafe unten im Keller, lerne mal ihre Übergriffigkeit, immer mehr Paroli zu bieten. Ich bin also wieder beim Alkohol sozusagen zurück, werd wieder halbsüchtig und fliege mit ihr und den Kids den kompletten Januar über nach Pangan, um unsere Beziehung zu retten. Also wer sagt, ich habe es nicht probiert, 18 Jahre, und dann nochmal in dem Ort, meinen Traumort, sie hinzuholen, weil ich glaube, ja vielleicht dort irgendwie, dem kann ich auch nichts mehr sagen. Also hier, ich meine, Heilung ist immer so ein großes Wort. Also, was man immer nicht vergessen darf, für mich ist da jemand jahrzehntelang, das kenne ich bestimmt ganz viele, ist in einer Beziehung gewesen. Man wird irgendwie verunglücklicher, man rafft es irgendwie nicht so richtig und dann irgendwann findest du mal die Kraft zu einer Trennung und dann, dann kommen viele, ich sag's das jetzt ganz bewusst in so einem als Alltagsbegriff, also nicht als Diagnose jetzt, bitte nicht falsch verstehen, aber dann kommt so eine manische Phase, also ich kenne sowas auch teilweise, dass man dann einfach total begeistert ist, man fühlt sich befreit, man macht endlich, was man will, man lernt neue Frauen kennen und aber man ist auch sehr ungeerdet so, ne? Und ich meine, es macht Spaß, so eine Phase irgendwie, aber ja, vielleicht sollte man da die Sachen, die man da erlebt, jetzt auch nicht zu hoch hängen, weil da oben ist wirklich Halligalli im Kopf irgendwie. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, ich meine, diese Trennungen sind immer sehr messy, ne? Vor allem, wenn man so lange zusammen war. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also sie haben sich getrennt und ja, dann ist es meinetwegen so ein bisschen on-off und dann geht er erstmal nach Pandang oder wie das heißt und wahrscheinlich da schon rumgefühlt mit irgendwelchen Frauen, kommt dann zurück, sagt, ja, ich probiere es jetzt mit dir nochmal. Ich meine, da ist schon so viel. Also was ich manchmal sage als Paartherapeut, auch aus eigener Betroffenheit, man sollte manchmal lieber früher Schluss machen, bevor man immer mehr Porzellan zerstört. Also wenn man, da ist manchmal so eine lange Trennungsphase, ist da manchmal echt kontraproduktiv, aber dann fährt er mit ihr dahin, wieder zurück, was weiß ich. Und was jetzt hier auch öfter fällt, ist immer wieder das Thema Drogen so, ne? Und ist alles halt sehr dopaminlastig, was er da so erzählt. Ist wieder zu viel Alkohol. Und da muss man echt aufpassen, dass man auch dann nicht anfängt mit, ich weiß nicht, ich will das alles jetzt nicht beurteilen, aber mit so Liebessucht oder liebessüchtigen Beziehungen, dass man nicht da auch noch Drogen zu sich nimmt, was Sex, Verlieben und was weiß ich. Und ich meine, das macht alles Spaß, aber es hat halt immer, ist immer ein Preisschild dran, ne? Was halt leider immer ein bisschen später kommt. Und ja, aber gut, das ist immer leicht gesagt, dann Bodenkontakt zu bewahren, das fällt halt schwer, muss ich auch sagen. Ich war dann den kompletten Februar in Pangan. Sobald sie weg war, ging es mir schlagartig geil. Und ich habe Kate besser kennengelernt. Und habe mich gegen Ende in sie so dermaßen, also ich war vorher verknallt. Und ab Ende wusste ich, wow, krass, was ist das? Das gibt es nicht, das habe ich noch nie erlebt. Der absolute Wahnsinn. Der Februar war so geil. Als ich war ein trauriger Vater. Ich habe so oft geweint. Als ich gegangen bin im November, habe ich geschrien. Ich habe den November durchgeschrien abends. Und zugleich war ich ein glücklicher Mann. Und vorher war ich bei beidem unglücklich. Auch wenn ich bei den Kids war, war ich hochdepressiv. Das heißt, ich lag so rum, ich war im Eimer, ich hatte keine Energie für sie, ich konnte nicht mit ihnen spielen. Ich habe mich gefühlt und sah so aus wie 60. Es ging nichts mehr.
Ja, jetzt kommt halt diese Kate ins Spiel und wie gesagt, sei ihm alles gegönnt, aber so ist das häufig dann. Die erste Beziehung danach ist dann ja Feuerwerk und nur es. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube nicht, dass sie in 2 Jahren noch zusammen sind, aber ich glaube auch nicht, dass sie, also ich glaube eigentlich auch nicht, dass sie in 1 Jahr noch zusammen sind, aber sei ihm gegönnt. Für mich ist das aber verwechselt er 2 Sachen. Das ist Spaß und Freude oder Spaß und Glück. Für mich ist das Spaß. Redet immer von Spaß und das ist halt dieses Dopamin. Gefühl und Spaß macht halt Spaß, ne? Aber Spaß, wie gesagt, kommt immer offen im Preisschild dran und ist halt nicht dieses ruhige, glückliche. Also jetzt bin ich erstmal Single, jetzt sammle ich mich erstmal. Aber gut, das machen, muss ich mal ehrlich gesagt sagen. Also er lebt halt ein Extrem aus, was viele so ein bisschen weniger machen, ne? So, ach, jetzt ist erstmal Party, Party, Party und ja, nur wie gesagt, also dieser ganze Start dieser Beziehung mit dem Kate hat natürlich wieder so diese Anmutung von, also er hat ja auch gesagt, er wäre so abhängig gewesen in einer Beziehung davor, macht er sich jetzt wieder von der nächsten Frau abhängig. Das passiert natürlich auch super schnell und kommt dann, obwohl man denkt, es ist komplett anders, kommt in genau die gleiche Sache rein, dass es vielleicht wieder viel um Geld geht, ne? Wieder viel jemand vielleicht viel für jemand anders tun muss oder jemand mit durchschleift oder dass es dann doch wieder nicht um innere Werte geht, sondern um äußere Werte vielleicht. Könnte man ja manchmal meinen, wenn man die so sieht. Ich sag's mal nur. Aber gut, schauen wir mal, wie das so wird, ne? Aber ja, gut, ich meine, auch Spaß, man braucht auch Spaß im Leben auf jeden Fall. Wobei, das ist halt so ein, ja, manchmal, also man darf auch Spaß, eben, er macht, glaube ich, einen Riesenfehler, dass er Spaß verwechselt mit hoher Schwingung. Aber für mich, also alles, was rund um Drogen, auch drogenartige Beziehungen zu tun hat, falls es nur eine sein sollte, ist für mich niederschwingend, sage ich ganz klar. Das ist typisch niederschwingend. Und das verwechselt man so leicht, kann man ihm auch nicht unbedingt vorwerfen, aber ja, also meiner Ansicht nach fühlen sich hochschwingende Sachen anders an, aber das ist nur meine Meinung, ne? Wie alles, was ich jetzt hier heute sage. War zwar in dieser Zeit noch nicht wirklich zusammen mit Kate und trotzdem hat sie mich in dieser Zeit wirklich gerettet. Die hat mich so aufgebaut mit so wundervollen Worten, obwohl wir nicht zusammen waren. Ich bin dann für den April zurückgekommen. Ich hatte es so nach Pangan gezogen. Ich war dann wieder den kompletten April in Pangan. Ich hatte es so hingezogen zu der Insel, zu dieser Frau und ich bin für meine Liebe um die Welt gereist. Und der April, da bin ich dann mit Luca und Sarah hin. Ich habe die kurz vorher kennengelernt in Pangan, also im Februar, war der unfassbarste, krasseste Monat, den ich in meinem ganzen Leben jemals hatte, mit so wundervollen Erlebnissen. Ich könnte Bücher darüber schreiben, über jeden Tag. Dieser Monat war wie 10 Jahre. Es war magisch. Ich werde irgendwann mal das komplett erzählen. Dort wurde mir die Wahrheit gechannelt. Und es war der absolute Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, ich gönne ihm das alles von Herzen, aber wir wissen ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, aber wir wissen es nicht, wie es weitergeht, aber es hat natürlich diesen Vibe aus der Ferne zumindest von ja, Limerence und ja, und ich bin immer vorsichtig, also wenn jemand kommt mit der Wahrheit, da schieben bei mir immer alle Alarmanlagen an, also jemand sagt, ich habe die Wahrheit gefunden, das gibt es. Weiß ja, vielleicht gibt es es, aber wir können uns eben nie sicher sein. Und wenn man sich so, das ist genau wie mit Beziehungen, wenn man sich so absolut sicher ist, dass irgendwas das Richtige ist, sollten eigentlich alle Alarmglocken angehen. Aber naja, also man spürt irgendwie, dass es irgendwie abgehoben ist und wie gesagt, so Dopamin getränkt. Aber wie gesagt, das macht ja auch, es macht Spaß. Ja, ich verstehe das. Es macht Spaß. Also er hat bestimmt irre viel Spaß gehabt, kann man sich vorstellen. Wie gesagt, Beziehungsende, neue Frau, verliebt, Drogen, Sex, ohne bis zum Abwinken. Ja, wie gesagt, leider kommt alles im Leben im Preischild dran, aber ich will jetzt auch nicht hier der moralische Spielverderber sein, ne? An Ja. einem Tag im April sage ich zu Luca, du, ich habe meine Identität gegenüber meiner Ex, gegenüber meiner Familie und ihrer Familie und gegenüber unseren Freunden und Bekannten und meiner Arbeit komplett verloren. Ich will sie auch noch vor der Öffentlichkeit verlieren. Damals habe ich nicht mal mehr getraut, dieses Instagram-Symbol überhaupt anzugucken. Ich war so im Schmerz, weil diese Jahre, dieses Abrackern, um zu gefallen, um sie nicht zu enttäuschen, um das Haus weiter zu bezahlen,
weil sie immer weiter gesagt hat, wir müssen das jetzt so machen. Du kannst nicht aufhören, das muss so sein, obwohl wir mehr als genug haben. Und hat mich immer wieder reingetrieben. Und ja, natürlich wollte ich auf der Bühne stehen, Reichtum. Ich hatte mir jetzt aber alles schon erfüllt. Und ich wollte nicht mehr. Nur, wenn du jemanden bei dir hast, der manipulieren kann, dann geht's richtig ab. Ja gut, ob sie ihn jetzt manipuliert hat, das wissen wir alle nicht. Also man muss ja auch ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen in so einer Ehe. Aber was er hier sagt, was ich hier jetzt ganz spannend finde, das höre ich von ganz vielen, meistens Männern, dass sie das Gefühl haben, sind in so einer Mühle. Und das ist auch, das finde ich manchmal auch so ein Problem in Langzeitbeziehungen, dass es, dass man nicht kein Ende findet. Ne? Es muss dann so, es gibt dann, tritt vielleicht manchmal so eine Langeweile aus und dann muss noch was gebaut werden, noch was in den Garten und noch ein, oder was sie hier haben, noch ein Haus oder noch ein Zimmer umgeräumt werden. Und aber es hat, das hat, also wenn die Beziehung sowieso schon so ein bisschen flau wird, hat das sowas Schales. Also das kann ich total nachvollziehen hier. Einen Tag, nachdem ich das gesagt habe, kommen wir vom Aesthetic Dance runter. Das ist einfach nur Tanzen. Ihr interpretiert da irgendwelche Drogen rein. Vollidioten. Komm runter, da zeigt er mir sein Handy und da steht von der Bild und von der Blick, Schweizer Zeitung, Julian Zietlow, Fitness-Influencer, machen sich Sorgen im Drogensumpf und so weiter. Ich war komplett raus. Ich habe nichts gemacht. Aus dem Nichts, nachdem ich es einen Tag vorher gesagt habe, wird meine komplette Identität zersägt. Diese Sachen sind im April stündlich passiert. Stündlich ist irgendwas gechannelt gekommen, gesagt, rums. Und zwar nicht manifestieren, ein bisschen hier, ja, und The Secret und bla. Forget it. Was wir dort gesehen haben, das kann man nur auf Drogen schieben. Es geht gar nicht anders. Es war okay, es ist unerklärlich. Wir haben Gefühle integriert. Wir haben Gefühle gechannelt bekommen und integriert. Selbstliebe. Integriert. Über einen Channel. Ja, also wie gesagt, mir stehen über sowas irgendwie die Haare zu Berge, aber ich kann das irgendwie schwer in Worte fassen, weil ich kenne das auch von so krassen psychologischen Techniken, die man früher gemacht hat. Leute, was weiß ich, 48 Stunden im Raum einsperren oder überhaupt diese ganzen Sachen, die war ja früher sehr modern, diese erlebnisaktivierenden Sachen. Also ja, man kann Gefühle anheizen. Ich finde das auch sehr, also diese Story fand ich auch sehr wir irgendwie. Aber ja, das hat, also dieses Extreme hat häufig nicht viel Realität, ne? Also da ist man in der Psychologie auch von abgekommen und macht heute viel mehr dieses Kleinschrittige, was langweiliger ist, aber auch häufig viel mehr bringt so. Und aber gut, ich meine, dass er da in der Bildzeitung war, ich meine, ich vermute mal, soweit ich das erinnere, hat er vorher, wenn man diese Sachen postet, wenn man eine öffentliche Person ist, postet das auf Instagram, ja, da werden Leute irgendwie Storys drüber machen, ne? Ich meine, er ist auch Social Media Profi, weiß ich nicht, warum ihn das jetzt wundert, verstehe ich nicht so richtig. Und ich war geschockt, eine meiner größten Ängste, dass ihr mich nicht mehr liebt da draußen. Julian, so ein geiler Unternehmer, Rocker Nutrition, yeah, so nice, bitte, zitternd vor mir stehen und so weiter. Scheiß Star-Kacke. Die habe ich durchlebt, war geil und ich habe damit nichts mehr Mut. Bin so durch mit dem Thema. Ich will mich nicht mehr als Star hinstellen, Leute unter mir. Uah. Das ist mir zuwider. Wenn man mich die ganze Zeit lobt, das ist mir zuwider. Das heißt nicht, dass ich nicht loben können, sagt, ey, geil, was da gerade passiert oder sonst was. Das heißt, ich möchte mich nicht über Leute stellen, es geht nicht mehr. Und dann nach einem Riesenschock habe ich gesagt, okay, dann let's go. Nehmen wir das jetzt auf und ballern. Und jeden Tag, es war nichts geplant, jeden Tag kam mir etwas gechannelt, was ich gepostet habe. Caption wurde alles durch. Ich habe nichts geplant. Ich bin nur jeden Tag in meine Angst reingegangen, jemand anderen enttäuschen zu können. Ja, auch das wieder so ein bisschen, wir fallen, für mich widerspricht er sich auch ein bisschen, also, dass er sagt, ich möchte niemanden unter mich haben, aber gleichzeitig sagt er immer, er ist der Geilste, er hat das Spiel des Lebens durchgespielt, er tätowiert sich, ich bin Gott, das macht natürlich, für mich macht es überhaupt keinen Sinn, also ich finde, er guckt total auf uns runter, auf uns Dumme, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben. Und für mich redet er, wir haben ja auch ein paar alte Stories angeguckt, also für mich redet er eigentlich genauso wie früher auch, nur mit anderen Inhalten jetzt. Früher war sich auch so sicher, was man machen muss. Ich habe auch so ein paar Sachen über Beziehungen gesehen, was man macht. In der Beziehung war sich auch absolut sicher. Und man sollte sich halt nie absolut sicher sein. Und ja, und er sagt jetzt gleichzeitig, es interessiert mich nicht dieser ganze Film. Gleichzeitig sagte er, das Schlimmste ist, wenn ihr mich nicht mehr liebt. Also ich empfinde ihn als extrem
gesteuert, sonst wer würde das sonst alles ins Internet bringen? Also wirklich, sagt, das ist taktisch super unklug, was er da macht, aber da kommen wir noch, es ist extrem unklug. Also es raten ihm ja auch alle von ab und meiner Ansicht nach macht er, es ist einfach unklug. Also er ist einfach mit dem Kopf durch die Wand, wie so, für mich ist das auch ein bisschen kindisch, so ich, das muss jetzt unbedingt alles rausgehauen werden und wie gesagt, es ist menschlich, aber es ist. Macht das bloß nicht, Leute. Guckt euch das nicht ab, ey. Wenn ihr in so einer Situation seid, wo es auch um Kinder geht und so. Also das ist ein riesen, riesen fucking Fehler, ey. Wirklich. Und ja, also er ist, also jemand, der so in sich ruht und so erleuchtet ist, braucht er noch so die Bestätigung von anderen? Ich dachte immer, das wird dann abgestellt damit. Aber was ich wiederum verstehen kann, er ist so lange Fitness-Influencer, also dass man, das erlebe ich ja sogar teilweise, dass man so eine Projektionsfläche ist, dass man das Gefühl hat, es sehen Leute was in einem, was einerseits schön ist, aber was, wo man auch das Gefühl hat, naja, ist auch ein Stück weit Projektion, ne, und man ist immer so eine öffentliche Figur und ist privat vielleicht anders und also, dass da so ein Spannungsfeld entsteht, aber gut, wenn man das nicht ab kann, dann muss man sich halt zurückziehen und er sagt, ihm ist alles egal, aber er ist ständig auf Instagram, das macht einfach, also macht überhaupt keinen Sinn, ne? Und ich habe gefühlt, ich werde mich nicht rechtfertigen. Ich werde mich nicht rechtfertigen. Ich werde nichts sagen, ich werde mein Ding machen. Ich werde ein bisschen rumspielen, ich werde dieses und jenes. Ich werde einfach mein Ding machen, das, was mir Spaß macht, das, was ich bin, das, was ich mache. Das, was ich jeden Tag mache. Ich werde keine Maske mehr tragen. Wenn ich wieder anfange mit Instagram, dann werde ich nie wieder eine Maske tragen. Ich werde der Erste sein, der keine Maske trägt. Egal, was kommt. Ich gehe dort ohne Erwartungen, ohne Annahmen ran. Und ja, es excited mich. Es hat mich wieder excited, Instagram. Es ist, beziehungsweise war, mein highest excitement, das zu tun. Aber nur unter der Prämisse, dass ich bin. Und ja, ich will gesehen werden. Wer wirklich glaubt, dass Selbstliebe heißt, dass man nicht gesehen werden will und auf einem Berg alleine meditiert und für sich alleine glücklich ist, dazu komme ich irgendwann später. Das ist das Gegenteil von Spiritualität. Und mein Sternzeichen, mein Human Design und so weiter und so weiter. Ich will gesehen werden, ja. Ja, also ist das nicht seine Psychologie, dass er gesehen werden will? Und also da habe ich komplett, also das finde ich wirklich gefährlich, was er da sagt. Für mich ist tatsächlich Spiritualität genau das, dass du mit dir alleine glücklich bist und eben nicht mehr diesen Rummel unten brauchst, weil du einen Graben gräbst zur Quelle quasi, ne? Also zur umfassenden Liebe, von der wir kommen und dann eben nicht mehr die anderen brauchst und eben wunderbar auf dem Berg stehen kannst und nicht irgendwie jeden Tag 30 Storys raushauen musst, weil es gehört alles zum Leben, dazu kann ja machen, aber also da bin ich diametral, es riecht mich richtig auf, bin ich komplett anderer Meinung, weil und diese, wenn jemand von sich sagt, ich habe überhaupt keine Masken, das ist ja das Gleiche wie, ich habe die tollste Beziehung, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, also für mich ist das große Gefahr, ich will mir das jetzt nicht unterstellen, aber ist die Maske des Egos ist, ne? Also, wo ich ihm Recht gebe, ist, dass er alles rausballert. Also, es fehlt ja nur, dass er noch zeigt, wie er auf Klo geht und was weiß ich. Also, er ballert alles raus und das hat sicherlich interessant irgendwie so, ne? Und sicherlich hat das eine Art von Ehrlichkeit. Guck mal, ich zeige euch jetzt mal ein tolles, was ich als toll empfinde, mein Leben und, ja, aber ist das keine Maske? Ist da ein Hund darunter nicht vielleicht doch, will da jetzt nichts reininterpretieren, aber gibt es da vielleicht nicht doch noch Zwiebelschalen, die da drunter sind? Also wenn jemand immer so, also für mich sind Leute, die wirklich auf einer hohen Schwingung sind, reden meiner Ansicht nach nicht so, ich weiß ganz genau, was es ist. Ihr seid alle bescheuert, ihr seid alle dumm und nur ich habe keine Maske, nur ich. Ich bin Gott. Oh, also ich höre da eigentlich nur Ego, 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 aber ich stecke gar nicht in dem drin, keine Ahnung. Ich habe in diesem Monat weniger Drogen genommen als damals mit ihr. Ab und zu mal irgendwas im Club oder zur Selbsttherapie. Und es war einfach unfassbar heilend. Ich erzähle irgendwann mal den kompletten Monat. Ich komme zurück nach Berlin, will meine Kinder sehen. Wird es mir verwehrt? Nein, heute nicht. Komm bitte morgen zur Anwältin. Wir hatten abgemacht, dass wir eine Anwältin nehmen, die als Mediator dient. Ich komme dorthin. Schon so komisch irgendwie. Ja, lassen Sie uns mal über das Finanzielle reden. Ich so, sorry, aber ich kann mich nicht konzentrieren aufs Finanzielle, wenn ich nicht vorher über meine Kinder geredet habe. Gestern, ich komme an, ich habe früh genug Bescheid gesagt. Mir wurde immer gesagt, du sagst nicht genug Bescheid. Ich habe früh genug Bescheid gesagt, alles gemacht. Nein, heute die Kids nicht. Wir haben irgendwas verplant. Das ist übrigens jedes Mal so. Nein, geht nicht, wir haben das und das geplant. Nein, geht nicht, das und das.
Und es war so, und ich wusste schon, irgendwas ist doch da im Busch. Und die Anwältin und sie liegen hier plötzlich. Ja, erstmal dazu, wieder, ich höre immer nur Drogen, 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 auch schon in einer Beziehung. Diese Normalisierung von Drogen. Also ich, für mich sind Drogen nichts Normales. Sorry, das könnt ihr mir tausendmal erzählen, hier in Berlin auch meinetwegen. Ich lehne das ab. Für mich hat das auch mit Höherschwingen nichts zu tun. Man zerballert sein Gehirn damit und ja. Also egal, ob jetzt das er nur gemacht hat oder was beide gemacht haben. Was jetzt so losgeht ist, was wirklich häufig super ätzend ist, dieser ganze Kinderstreit, und er macht einen riesen Fehler. Also allein schon diese Idee, also dass er jetzt offensichtlich zu ihrem Anwalt hingeht und dass diese Idee, man könnte jetzt zu ihrem Anwalt gehen und eine Mediation machen mit ihrem Anwalt. Das ist, aber sowas, ich habe solche Ideen auch mal gehabt im Leben. Also völlig, völlig, völlig out of order. Und ich persönlich, aber das ist nur meine persönliche Meinung, es gibt bestimmt ganz tolle Mediatoren, aber ich halte es, vor allem wenn das so hochstrittig ist, ist meiner Ansicht nach häufig der entsprechend strittige Weg, auch mit eigenen Anwälten und gegebenenfalls vor Gericht, ist, glaube ich, besser. Mediationen sind häufig in der Gefahr, dass die völlig aus dem Ruder laufen. Und für mich habe ich persönlich habe die professionellsten Leute auf dem Richterstuhl getroffen, durchgängig, und da sind die Sachen dann auch geklärt worden, so. Aber jetzt zum gegnerischen Anwalt zu gehen, ja, muss man vielleicht mal ausprobiert haben. So. Irgendein Papier hin, und im Endeffekt geht es darum, Herr Zietlow, Sie unterschreiben jetzt das Sorgerecht für Ihre Frau, und dann dürfen Sie in der nächsten Woche Ihre Kinder unter Aufsicht von Chris Karl sehen. Zu dem komme ich gleich. Und wenn Sie das nicht machen, dann ist es vielleicht besser, wenn Sie die Kinder nicht mehr sehen. Denn Sie brauchen stabile Zeiten, zu wann der Vater kommt. Ansonsten ist es besser, die Aussage von ihr, dass ich die Kinder nicht mehr sehe. Also wenn ich jetzt nicht unterschreibe, dann kann sie für nichts garantieren. Die haben mich dermaßen in Angst versetzt, unter Druck gebracht. Dann heult sie vor mir und sagt, ich muss das leider tun, dass sie mir die Kinder wegnimmt aufgrund von irgendwelchen Artikeln. Ja, da muss ich wirklich zugeben, da kommt natürlich seine Partnerin ganz schlecht mal weg. Wir wissen natürlich nicht, wie es war, aber das muss ich wirklich sagen, das erleben so viele Männer. Also ich kann das so relaten, dass man so die Kinder so als Druckmittel eingesetzt werden. Also das ist wirklich, wenn das wirklich so ist, echt übel, und vor allen Dingen dann auch versuchen, unter Druck zu setzen, dass man, aber wie gesagt, warum geht man zum gegnerischen Anwalt, aber jetzt in so einer Situation versuchen, einmal das Sorgerecht abzuluxen, das ist schon echt, echt düster, wenn das wirklich so ist, muss ich auch sagen, richtig düster und schlimm, wie oft, also es Kinder werden einfach so oft als Waffe eingesetzt, wirklich, und ich glaube, in späteren Storys kommt nur so raus, dass er auch scheinbar als Kind mit seinem Vater einen begleiteten Umgang hatte. Vielleicht sollte er sich mal darüber Gedanken machen, warum es da so eine Wiederholung gibt in seinem Leben. Aber das ist, was ich meine mit dem Preisschild. Also natürlich darf er das alles machen. Er darf das alles machen, das ist nicht verboten. Ich kann nach Thailand gehen, eine Russin durchvögeln von morgens bis abends, alles ins Internet stellen, Drogen, also das Thema Drogen in den Raum werfen. Und das ist aber jetzt das Preisschild. Dann komme ich nach Hause und kriege Ärger mit solchen Sachen. Ne? Oder mir wird dann nicht mal zugetraut, dass ich auf meine Kinder ordentlich aufpassen kann. Das ist dann das, ob das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Also ich denke mal, es ist wahrscheinlich nicht gerechtfertigt, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das ist dann das Preisschild. Und das ist es dumm. Es ist einfach dumm. Es ist einfach, dass einfach das eigene Ego ist einem einfach wichtiger, als zu überlegen, er kann das ja alles machen, er kann das doch alles machen, aber muss das denn alles ins Internet? Ja, natürlich. Und dann schreiben die ganzen Leute, schreiben ans Jugendamt und was weiß ich. Ich kann natürlich sagen, es ist mir doch scheißegal, ich will mit dem Kopf durch die Wand, ich will das jetzt alles machen und es soll keine Konsequenzen haben. Ja, dann hat man aber spirituell nichts verstanden. So funktioniert die fucking Welt nicht, das kann ich euch sagen. Die funktioniert absolut nicht so. Ich bin noch der Meinung, das war nicht richtig. Sag beim Jugendamt, und dass du einfach ins Haus gekommen bist. Ich hatte Todesangst. Ich hatte Todesangst, meine Tochter nie wiederzusehen. Und zwar genau das Richtige. Denn Lilly sagt jetzt immer, ich will Papa sehen. Ich will Papa sehen. Ich hatte im Kopf, was werden die Behörden denken? Was denkt das Jugendamt, wenn ich das mache? Scheiß drauf, Mann! Scheiß auf euch!
Wenn ihr meint, dass man das nicht machen darf, dass man dort keine Emotionen zeigen darf vor dem Kind, sondern wieder seine Emotionen kontrolliert, so wie diese Maske die ganze Zeit. Wenn Lilly sagt, und sie, ja, nie wieder, ich mache da nie wieder mit, nie wieder halte ich meine Emotionen und kontrolliere sie, um ein Kind zu erziehen, dass man die ganze Zeit nur dumm grinsend durch die Gegend läuft. Nein, Emotionen durchfließen lassen, Liebe. That's it. Ja, also das ist für mich jetzt wirklich, das ist für mich richtig, für mich ist das richtig Bullshit, sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, weil, also man kann, ja, man sollte Emotionen durchfließen lassen, aber das heißt nicht, dass man sie alle auskotzen muss. Das ist diese, wahrscheinlich diese Denke aus der Sekte da und wie gesagt, früher diesen ganzen Osho-Körpertherapie-Szene, wo ich auch herkomme, ja, es war auch immer Emotionen raus, heute ist man total von ab, weil, ja, du kannst sie in dir fühlen, aber es ist sehr häufig in einem emotional intelligenten Menschen, kann ja grundsätzlich auch sein, vielleicht ist er gerade in so einer Phase, aber macht aus, das ist auch korreliert mit Erfolg im Leben, dass du deine Emotionen kontrollieren kannst, ne, und eben nicht rausballerst, wie sonst was so, ne, und gut, er ist auch so erfolgreich geworden, aber das kann er ja machen, falls sie mal vor Gericht stehen, das kann er ja mal abziehen, ich sind nur mal, ich lasse meine Emotionen raus. Das ist absolut das Gegenteil, was ich immer empfehle. Also man kann die Emotionen alle fühlen, ist auch völlig in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ob man seinen Kindern vormachen sollte, dass man alles rausballert, weil das führt zu diesen hochstrittigen, überaktivierten Beziehungen, wenn man das später in der Ehe macht, so irgendwie. Haben die vielleicht auch gehabt, weiß ich nicht. Und ganz schlechte Idee, wenn es um Kinder geht, so als irgendwie, ob das jetzt ist oder nicht, spielt auch keine Rolle, als irgendwie psychisch labil rüberzukommen. Das macht richtig Sinn. Das macht richtig Sinn, vor allem, wenn man seine Kinder unbedingt sehen will. Also erst auf dem, das macht ja alles sein. Ich finde auch, ja, sollte vielleicht nicht so viel ausmachen, ne? Überhaupt nicht. Also er macht nur das öffentlich, was viele halt vielleicht heimlich machen, aber es macht eben einen riesen Unterschied, ob man es öffentlich macht oder heimlich macht. Und das ist, für mich ist es einfach dumm, ist einfach ungeschickt. Ich sage ja immer, eiskalt, genau überlegen, was man macht. Also er hat ein Ziel, er will seine Töchter sehen. Was muss ich dafür machen? Er kann ja genauso viel Spaß haben wie vorher auch, ne? Wird es vielleicht nur nicht alles ins Internet stellen und das wieder mit dem Kopf durch die Wand. Ich will alle Emotionen, also ich will den ganzen Kuchen fressen, will aber keinen Bauchweh kriegen. Ja, aber das wird nicht fucking passieren, so, ne? Und ja, gibt es auch noch ganz viele Storys, jetzt habt ihr jetzt nur einzelne rausgenommen, aber es gibt, ist eine Riesengefahr, das finde ich auch schlimm an der Gesellschaft, da bin ich wieder voll bei ihm, ist eine Riesengefahr, dass Väter ihre Kinder nicht mehr sehen oder dieses Children Alienation Syndrome, also selbst wenn Mütter dann widerwillig den Kontakt gewähren und dann aber den Vater immer schlecht machen, es gibt es so eine unfassbar hohe Prozentzahl, also der Kinder, die den Kontakt zu ihren Vätern verlieren, so, ne? Ja, das, was haben wir dann davon, diese vaterlose Gesellschaft, so, ne? Und da ist auch viel, eben dieses ganze Kinder entziehen und oder Vater schlecht reden, ist da auch ein Teil davon. Das muss man ganz klar sagen. Aber gerade dann sollte man sich meiner Ansicht nach schlauer benehmen, weil er lädt das ja komplett ab. Ist mir scheißegal, wir mit dem Kopf durch die Wand, fertig, ne? War nicht so, dass nur gestern gecancelt wurde. Das war dauernd so, boykottiert, mir Knüppel in die Beine geworfen und so weiter und so weiter. Immer auf Lasten der Kinder. Vorgestern war ich da, ich durfte nur im Haus sein. Zufälligerweise sind immer dann Freunde da. Das heißt, die glucken alle rum und gucken mich so an oder sind draußen und machen so. Was meint ihr, was das für eine Atmosphäre ist? Für das Kind, für mich, ich kann überhaupt nicht ich sein. Ich werde beobachtet. Damit hat sie angefangen mit Chris Karl. Und der Typ, ich wünsche dir alles Gute, Chris. Nur in der Not erkennt man seine wahren Freunde. Und sie hat mit ihm tatsächlich geredet, dass wenn ich aus Pangan zurückkomme, dass er dann dabei ist, um auf mich und Lilly aufzupassen, damit da alles klar geht. Und anstatt, dass mein Freund mir sagt, du, deine Alte hat einen Schuss und die plant da was, macht er das tatsächlich. Also, so sieht Dankbarkeit aus. Crazy. Ja, das habe ich auch mal wieder rausgegriffen, weil, also das habe ich auch so erlebt damals, dass da so eine Trennung stattfindet und man hat das Gefühl, man hat das eigentlich so einigermaßen sauber über die Bühne gekriegt. Ob er das jetzt hier sauber die Bühne gekriegt hat, muss jeder für sich beurteilen, aber dass sich dann plötzlich alle möglichen scheinbar gemeinsamen Freunde so auf Seiten der Frau stellen, wo man sich fragt, was ist denn da passiert, oder Paten auf Seiten der Frau stellen und was weiß ich, das habe ich auch erlebt und
Ja, wie gesagt, man weiß es nicht, was da jetzt alles genau passiert ist, aber dass man da als, kann vielleicht Frauen auch passieren, weiß ich nicht, aber dass man da irgendwie plötzlich, irgendwie, obwohl man eigentlich sich immer um bemüht hat, das einigermaßen mal die Bühne zu kriegen, komplett geghostet wird von allen, das ist schon echt bitter. Ja, kann ich auch verstehen. Ist ihre Freundin da? Kommt genau dann, wenn ich ankomme mit ihrem Auto, ist dort und ich sage, was machst du hier? Ja, ich bin mit ihr verabredet. Genau in der Zeit, wo ich da bin. Ich so, was soll der Scheiß? So, ich so, sag mal, willst du dich auch zwischen mich und mein Kind stellen? Was soll der Scheiß? Ich lasse das nicht mit mir machen. Die Alte ist Berufskokserin in Berlin. Dafür bekannt. Die Alte war wegen Alkoholentzug in einem Rehab und hat noch ganz andere Dinge getrieben. Und ich judge das nicht. Aber die soll auf mich aufpassen oder was? Nur weil ich ehrlich bin und meine Sachen sage und sie die Fresse hält, gucken die mich an, als wenn ich irgendwer bin? Die haben alle ihre Dinger und die sind alle auf einem Level, da kannst du mich als Kindergarten bezeichnen. Wollt ihr mich verarschen, weil ich der erste ehrliche Mensch im Netz bin? Hat man das Recht, mich so anzugucken und zu beobachten und zu beurteilen neben meinen Kindern? Ja, ist natürlich wieder völlige Selbstüberschätzung, dass er der erste ehrliche Mensch im Netz ist. Aber gut, ansonsten kann ich ihn, fühle ich ihn hier schon sehr, muss ich sagen, weil, also wenn da eh überall Drogen im Spiel waren, wenn das so gewesen sein sollte, oder also dann jemand anders zu beschuldigen, dass er Drogen nimmt, ist natürlich, wäre natürlich ziemlich absurd, wenn das jetzt so war, muss ich auch sagen. So. Und jetzt ist plötzlich das Posten von Kindern Thema, das Thema, wie ich mich da verhalte, Thema und so weiter. Davor waren es einfach nur irgendwelche Berichte von Blick und Bild. Und es wird immer in Vorwand genommen, dass wenn das Ego angekratzt ist, dass man auf die Kinder gehen kann. Ganz ehrlich, ihr wär's am liebsten, wenn ich komplett raus wäre. Kann sie nicht, weil Lilly mich abgöttisch liebt. Und ich bin so froh, in dieses Haus gegangen zu sein, um ihr zu sagen, Lilly, ich bin da. Und ich rate das jedem. Und wenn die Konsequenz ist, Jugendamt, nochmal, mir ist lieber, mir verbietet das Jugendamt irgendwas, als mich von dieser Person noch einmal steuern zu lassen. Der Worst Case ist gerade da. Ich darf mein Kind nur, wenn sie es will, sehen, nur in diesem Zeitraum zu Hause mit ihrer Energie. Ich muss mich weiter mit ihr abgeben. Wie schlimm kann es noch werden? Ja, also wenn er jetzt meint, dass er nicht zu den Vätern irgendwann mal gehören wird, wo die Kinder keinen Kontakt mehr zu ihren Vätern haben, nur weil sie jetzt sagt, dass sie ihn so abgöttisch liebt, also da, das wäre schön, wenn das so wäre. Also da kann leider noch sehr viel passieren. Und wenn das dann passiert, liegt es nicht an den Kindern so. Aber sag mal, in anderen Fällen, sowas passiert jeden Tag ständig und man überschätzt häufig die Beziehung. Nee, man überschätzt vielleicht nicht die Beziehung, aber man überschätzt dieses Potenzial der Entfremdung, was da so stattfinden kann, wenn auch die Mutter ja, dieser Versuchung erliegt, die Kinder da irgendwie zu instrumentalisieren. Das kann auch mal lebenslang so eine Beziehung vergiften, so, ne? Das ist, also nur weil die Kinder einem jetzt dann in so einer Situation noch so sehr nah sind, heißt nicht, dass es später leider auch so ist. Das ist leider bittere Realität für Männer, muss man echt sagen. Und sie sagt mir, das Jugendamt sagt mir, ihr sagt mir, alle möglichen Leute, mach das nicht so. Sei nicht mehr du selbst. Trage wieder eine Maske. Du kannst ja das und das machen, aber ich werde meinen Kindern nicht beibringen, dass sie sich zu beugen haben, wenn sie Psychoterror und psychischen Missbrauch erfahren. Sei immer du selbst und steh für dich ein. Das ist die größte Selbstliebe, die du dir schenken kannst. Wenn ihr denkt, Vögeln, Drogen, dies, blablabla, gehören nicht zu Selbstliebe, sind Vermeidung, dann seid ihr dumme Schafe. Es gibt dutzende Studien, obwohl mir Studien scheißegal sind, die das beweisen. Was sich gut anfühlt, ist gut. Was meint ihr, warum ich aussehe wie 20 und ihr mit 20 wie 100, ihr Schwänze? Ja, also das ist richtig dumm, ne? Das ist richtig, also erstmal sieht er nicht aus wie 20. Und also was sich gut anfühlt, ist gut. Ja, go for it. Dann lebst du genau dieses Leben mit
Drogen, toxischen Beziehungen, ja, viel Spaß damit. Also das ist psychologisch, also die Studie möchte ich gerne mal sehen. Also wirklich, wie gesagt, man darf jetzt ein wirklich geerdetes, gutes Gefühl nicht mit diesen Spaßgefühlen verwechseln. Und nochmal, wenn ihm die Kinder so wichtig sind, warum riskiert er das in irgendeiner Weise mit diesem Content, den er wirklich lange Zeit oder immer noch hochlädt? Und das ist, für mich ist das Ego. Ego, Ego, Ego. Nichts Spirituelles. Aber es ist einfach taktisch total unschlau. Und aber er will ja auch mal mit dem Kopf durch die Wand, so, ne? Und wie gesagt, und dann auch sagen, die sind alle dumm und blöd. Das ist wieder, stellt sich wieder, aber ich bin es wieder, ich bin Gott, die sind alle dumm, ich sehe aus wie 20. Da denke ich echt, Alter, ey, komm mal wieder runter, ey, wirklich. Über 18 Jahre meine Emotionen kontrolliert. Keine Ausdrücke in der Beziehung sagen. Erstmal einen schönen Lauf machen, damit man runterkommt. Nicht mit dem Partner das emotional austragen. Egal ob mit Ausdrücken, ob anschreien oder sonst irgendwas. Natürlich. Natürlich. Und wenn das immer und immer und immer wieder passiert, jeden Tag, ja, dann liebt ihr euch vielleicht nicht. Nur natürlich Emotionen rauslassen. Natürlich sage ich auch Ausdrücke. Keine Ausdrücke sagen. Fühlt man eine Beziehung? Oder passt man schon mal auf, dass am Ende der Beziehung nichts gegen einen verwendet werden kann? Mann, Leute, Alter. Ich sage so viel Ausdrücke, wie ich will. Ich scheiß drauf. Ja, aber dann ruhst du nicht in dir. Es ist das Gegenteil von Spiritualität, seine Emotionen nicht zu durchleben, sondern zu kontrollieren wie ein Mönch. Das ist das Gegenteil von Spiritualität. Ja, also sorry, das ist eine absolute falsche Information. Also das ist das Gegenteil von Spiritualität ist. Also das ist immer das Problem, da hängt man in irgendeiner Sekte rum und weiß ich nicht, ballert sich da Sex rein und alles Mögliche und oder ich weiß nicht was. Und dann meint man, man weiß, wie die Welt läuft und ist ja auch okay, der kann ja seine Meinung haben, sind in der freien Welt, aber also wenn keiner mehr seine Emotionen kontrolliert, dann haben wir eine fucking Anarchie. Also es gibt irgendwie, das ist eben einen Riesenunterschied von, mit der Psychologie redet man immer von Containment und was er hat, ist so null Containment. Das alles muss raus, 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 aber dann benehmen wir uns alle so dramatisch und ungesteuert und willst du mit irgendjemand reden und der ballert dir dann, du redest mit irgendjemandem und er sagt dann, du bist so scheiße, du bist so hässlich, ich hasse dich, was weiß ich, dein Hemd gefällt mir nicht. Und dann, ja, ich lasse nur mal spirituell meine Emotionen los. Also sorry, in so einer Welt will ich nicht leben, aber vielleicht wollt ihr darin leben, ich nicht. Ey. Erwähnst du Liv so selten? Und warum sagst du, Lilly ist dein Lieblingskind? Weil Liv knapp 2 ist und Lilly knapp 7 und ich eine viel engere Bindung zu Lilly habe. Ja, aber das sagt man doch nicht. Also wieder den Kindern beibringen, seine Gefühle nicht zu äußern. Das kann sich doch alles ändern noch. Jeder hat ein bisschen sein Lieblingskind oder liebt es anders, wie andere Leute das sagen würden, in eurem Mafia-Mutti-Kaffee-Klatsch, wo ihr mit Masken rumrennt. Ja, nicht nur die Maske, nachdem die ganze Scheiße Corona und so weiter vorbei ist, ja, sondern eine richtige Maske. Nee, also ich nicht, Äußert doch mal eure Gefühle und was ihr auch alles tut, wenn ihr in euren All-Inclusive-Bunker in die Türkei fährt, da vom Flughafen ins Hotel fahrt und da kein Kindersitz ist. Dann lauft ihr hin zum Hotel oder was? Dann nehmt ihr so einen Roller. Mann, ihr seid Heuchler. Lasst eure Emotionen und Gefühle raus. Ja, ist wieder ein super Beispiel. Also, ich meine, ich möchte jetzt seine Qualitäten als Vater wie wirklich niemand beurteilen. Die sind bestimmt toll. Aber möchtet ihr in so einer Familie groß werden, wo eure Eltern euch irgendwie so eine Randfolge geben, wie beliebt ihr bei den Eltern gerade seid? Sorry, ey, das ist wirklich, das ist total egozentrisch. Ne? Also ist mir scheißegal, wie viel meine Kinder es ist. Ich hau's jetzt raus und du bist mein Lieblingskind und du bist es nicht. Und was willst du eigentlich? Ist mir scheißegal, was das mit euch macht. Das sind meine Emotionen. Das ist mein highest excitement gerade, euch hier in so eine Reihenfolge zu stellen. Es ist wieder, ja, vielleicht hat man, ich meine, ich glaube, man liebt die Kinder gleich und man hat einen Unterschied, ich würde sagen, eine unterschiedliche Beziehung zu denen und vielleicht kommt man mit einem besser klar, so, ne, aber
Das ist genau, wo ich, also ich sagte, ich möchte in so einer Dreckswelt nicht leben, wo keiner mehr seine Emotionen kontrolliert. Ey, also ich würde das auch von meinen Eltern nicht wissen wollen, wer jetzt ihr Lieblingskind ist. Also sorry, ey, wirklich, ich wäre echt fassungslos, muss ich wirklich sagen. Ey. Leute, das alles komplett ohne Anwälte machen. Eben gerade hatte ich ein Gespräch mit dem Anwalt, der ruft mich an und sagt, Herr Zietlow, bitte machen Sie jetzt nichts mehr, was gegen Sie verwendet werden könnte von Richter oder Jugendamt oder sonst was. Nein, ich kann das nicht mehr. Mein innerer Widerstand wehrt sich dagegen. Ich habe diesen Dreck als Kind selber durchgemacht. Dass mein Vater mit irgendwelchen scheiß Bauklötzen mit mir spielen musste und meiner Schwester und andere zugeguckt haben, wie wir denn spielen. In diese Situation werde ich meine Tochter nicht bringen. Dann nicht. Dann wird sie so rebellieren, weil sie ihren Vater sehen möchte endlich. Dann ist es nicht meine Verantwortung. Unglaublich, wie hier gearbeitet wird. Niemals beuge ich mich diesem Scheiß. Und das bringe ich meinen Töchtern nicht bei. Ja, also erstmal ist ja wieder so, vielleicht ist das ja das highest excitement seiner Frau, das jetzt so zu reden. Das ist wieder so, wo das alles überhaupt keinen Sinn macht einfach. Aber und auch hier wieder diese, natürlich, das sagen immer viele, ich will das ohne Anwälte regeln, das kann ich auch verstehen, so, ne? Aber das, wenn das hochstrittig ist, funktioniert, dafür braucht man eben Anwälte. Ich weiß gar nicht, warum immer so auf Anwälte geschimpft wird, aber du kannst viele Sachen nicht ohne Anwälte regeln, weil es will sich da einen Ringkampf machen oder was, ne? So, es ist gut, dass es die gibt. Und ich finde, man sollte es erst gar nicht versuchen, wenn das so hoch strittig ist, so, ne? Und es ist wieder so, warum kann er nicht einfach seine Fresse halten im Sinne, einfach als taktisch, strategisch schlaue Maßnahme, so, nein, es muss alles rausgeballert werden und ich, ja, und aber dann lebt mit den Konsequenzen. Das verstehe ich immer nicht. Also dann, wir müssen für alles, und da kannst du viel meditieren und Drogen nehmen und in Bali rumtanzen oder auf Thailand rumtanzen oder keine Drogen nehmen und rumvögeln und offene Beziehungen. Alles hat Konsequenzen, ne? Und ich sage, ich rede jetzt noch nicht mal von Karma oder so, es hat einfach Konsequenzen, so, ne? Und wenn du dich in der hochstrittigen Scheidungsangelegenheiten einfach Verhalten raushängst, wo andere einhaken können, es ist einfach taktisch total dämlich. Sorry, es muss ja, kann ja, bist bestimmt ein hochintelligenter Mensch, aber es ist einfach, ey, was, es ist einfach, das würde ich empfehle mal was ganz was anderes meinen Klienten. Ich sage immer, ganz geht taktisch schlau vor, gerade wenn sie so Leute haben, wo sie sagen, mein Partner mich manipuliert und landen vor Gericht, sind wirklich ganz, ganz ruhig, ne? Nur Fakten, 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 keine Emotionen, so, ne? Weil dann, wie wirkt das denn? Was meinst du, denk dir mal, der zieht die Show wirklich im Richtersaal ab, der wird auseinandergenommen. Der verliert jedem, also ich fürchte, ich weiß es nicht, dass er jeden Prozess so verliert, wirklich, wenn er da so eine Show abzieht. Aber muss er selber wissen, ist sein Leben und darf er alles machen, was er macht. Aber auch er, ich meine, er läuft eigentlich, er hat ein sehr spaßiges Leben, aber läuft halt an vielen Punkten vor die Wand. So ist das halt irgendwie, ne? Aber ja, ich finde, muss man halt so hinnehmen dann, ne? Wenn man das so meint, man muss das alles ins Internet raushauen und ja, und man meint, man ist einfach die geilste Sau und ich bin Gott und ich weiß alles und ich stehe über allen und ich sehe aus wie 20 und ihr seid alle doof und dumm. Super, also kommt für das Instagram Träumchen, ne? Wird da ganz viel Fame mit erzielen, also das ist genau die Art von Content, mit dem man berühmt wird. Aber ob ihm das jetzt im privaten Leben weiterhilft, wir wissen es nicht. Ich wünsche ihm allen nur das Beste und wenn ihr noch mehr davon kommentiert gerne sehen wollt, könnte ja eine richtige Serie werden, dann schreibt es auch gerne rein und abonniert auch gerne mal Kanal, gucken immer noch 50% ohne Abo und oder lasst mir gerne Kanalmitgliedschaft da und so weiter und so fort. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.